Ein mit 9 Meter pro Sekunde laufender Hund verfolgt einen Hasen, der mit der Geschwindigkeit von 6 Meter pro Sekunde wegrennt. Wenn der Hund 40 Meter Verspätung hat, wie lange braucht er, um den Hasen einzuholen? Hier sind Hund und Hase, die wir durch Massepunkte modellieren. Und hier ist der Punkt, wo der Hund den Hasen einholt. Wir wissen, dass dieser Abstand 40 Meter beträgt und den Rest der Distanz bezeichnen wir mit x. Die konstante Geschwindigkeit vom Hund, V1, beträgt 9 Meter pro Sekunde und die konstante Geschwindigkeit vom Hasen, V2, beträgt 6 Meter pro Sekunde. Was wir suchen, ist die Zeit, die vergeht ab diesem Augenblick, bis der Hund den Hasen eingeholt hat. Und um t herauszufinden, nutzen wir diese Formel: Geschwindigkeit gleich zurückgelegte Distanz geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Diese Formel setzen wir ein für den Hund und auch für den Hasen. Zuerst der Hund. Die zurückgelegte Distanz, das heißt 40 plus x, ist gleich zur Geschwindigkeit, also 9, mal die Zeit t. Jetzt der Hase, die zurückgelegte Strecke, das heißt x, ist gleich zur Geschwindigkeit v2, also 6, mal t. In der ersten Gleichung setzen wir die 40 rechts rüber. So steht in der ersten Gleichung, dass 9t minus 40 gleich x ist. Aber 6t ist auch gleich x, sagt die zweite Gleichung, woraus wir also schließen können, dass 9 mal t minus 40 gleich sein muss zu 6 mal t. Das führt dann sofort zu 3 mal t gleich 40, also t gleich 40 Drittel. Und 40 Drittel beträgt 13,3 Periode, also die gesuchte Zeit t beträgt ungefähr 13,33 Sekunden.